Das ist aber eine ziemlich persönliche Frage. Ich bin echt beeindruckt. Saubere Arbeit. Und? Heute Abend schon was vor? Meine Eltern sind verreist und ich habe mir überlegt, ich gebe eine Party. Keine Ahnung, wie voll die Bude wird, aber du kannst vorbeikommen, wenn du willst. Das wäre echt total super nett von dir, weil ich habe nämlich 100 Mäuse von meinen Eltern, um mir was zu essen zu kaufen. Für die ganze Woche. Aber der Kühlschrank ist sowieso voll und da habe ich mir gedacht, ich kaufe, was zu trinken für die Party. Nimm Hopes Fall an! Hinter jeder Ecke, um die ich gehe, könnte etwas auf mich lauern. Könnte irgendjemand auf mich lauern. Ich bin Gutachterin für die Verkehrsbetriebe. Ich untersuche einen Unfall. Einen Busunfall. Ich weiß, dass Jack am Unfallort war. Und von da ist er mit dem Krankenwagen weggefahren, einfach verschwunden. Wenn ich nachvollziehen kann, was passiert ist, kann ich vielleicht den Fall neu aufrollen und das Urteil rückgängig machen. Weißt du, Nick und ich sind Freunde. Du kennst das nicht, weil du keine männlichen Freunde hast. Du hängst nur mit Idioten wie Gavin rum. Oh, Verzeihung, DJ Diabetes. Das ist unsere erste Hochzeit zusammen, also brauchen wir Spitznamen. Nick ist Schnickschnack oder besser vielleicht Mr. Hosenträger. Das war sowas von eng. Ja, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern. Aber jetzt muss ich meinen vorgetäuschten Freund jagen. Ich glaube, er betrügt mich. Das ist aber eine ziemlich persönliche Frage. Ich bin echt beeindruckt. Saubere Arbeit. Und? Heute Abend schon was vor? Nimm Hopes Fall an! Hinter jeder Ecke, um die ich gehe, könnte etwas auf mich lauern. Könnte Du kennst das nicht, weil du keine männlichen Freunde hast. Du hängst nur mit Idioten wie Gavin rum. Oh, Verzeihung, DJ Diabetes. Aber am Ende werde ich gewinnen. Zeigen wir ihm, dass die Gerechtigkeit immer siegt. Es tut mir leid, dass ich jeden von Ihnen einzeln befragen musste. Alles klar. Ja, ich bin hier auch so gut wie fertig. Für den Fall, dass Sie sich ausweisen müssen, benutzen Sie bitte in Zukunft Ihren falschen Namen und diese Dienstausweise. Dies ist für mich das erste Mal, dass ich bei Ermittlungen mein Leben einsetze. Beweisen wir Kira, dass wir zu allem entschlossen sind. Das wirst du nicht tun. Die Anstrengung würde dich töten. Kannst du meine Umgebung sehen? Ich kann deine nicht sehen. Nur dich. Willst du die Wahrheit über deine Eltern wissen? Oder hast du sie immer gewusst? Du hast sie nur verdrängt. Du kennst die Wahrheit. Verbünde dich mit mir. Wir können gemeinsam herrschen und der Galaxis eine neue Ordnung bringen. Ah, schon klar. Ich helfe Ihnen gern. Kein Problem. Hier verläuft sich jeder. Nein, der wohnt hier leider nicht mehr. Könnte ich einen Ausweis oder sowas sehen? Ich habe echt was gegen die Nachrichten. Bist du bereit? Die Nachrichten sind komplett manipuliert. Ich habe gelogen? Was willst du? Was meinst du damit? Oh nein, 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 das dauert zu lange. Bitte hören Sie mir zu. Ich will ihn ins Krankenhaus bringen, aber der Schlüssel lässt sich nicht drehen. Ich meine, der startet nicht. Bitte in Zukunft Ihren falschen Namen und diese Dienstausweise. Dies ist für mich das erste Mal, dass ich bei Ermittlungen mein Leben einsetze. Verbünde dich mit mir. Wir können gemeinsam herrschen und der Galaxis eine neue Ordnung. Oh nein, 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 das dauert zu lange. Bitte hören Sie mir zu. Ich will ihn ins Krankenhaus bringen, aber der Schlüssel lässt sich nicht drehen. Ich meine... Ich kann den Kredit für den Umbau nicht aufstocken. Ist schon in Ordnung, dann habe ich eben nur einen Laden und kein Restaurant. Das macht doch nichts. Wir müssen einen Schlafplan aufstellen. Das ist sehr wichtig. Dann hat doch gesagt, die Hypothek ist gedeckt. Ich führe ein kleines, erfolgreiches Geschäft. Okay, alles klar. Warte. Tut mir leid, er möchte mit Ihnen sprechen. Es muss wohl um Sophie gehen. Ah, ich rufe Lonnie an. Der pflastert die Wand wieder zu und wir kommen in ein paar Jahren nochmal drauf zurück. Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Bleib niemals so lange am selben Ort, hat sie gesagt. Da liegt kein Segen drin. Du bist doch bloß neidisch, weil ich so ein hübsches, junges Ding bin. Und du ein alter, verkalkter Sack. Grauenhaft. Dauernd diese elende Fresserei. Wer ist denn jetzt bitte schön wieder Federchen? Oh, jetzt sag uns endlich, wo wir dieses Federchen finden können. Jetzt verstehe ich, man hat dein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Wenn ich diesen Chip meinem Boss Godan zurückgebracht hätte, dann wären wir alle fein raus. Ich habe beschlossen, dich selbst über die Werke von William Faulkner zu unterrichten. Ich brauche bis Ende der Woche einen Aufsatz über seine Verwendung von Symbolismus. Nein, nein, keine Angst. Ich weiß, wie wichtig dir die Schule ist. Die Regierung bewilligt uns ab sofort einen Tutor. Und der wird dein neuer Lehrer. Ich habe schon mehr Opfer gebracht, als du dir vorstellen kannst. Mein Sohn ist auf der anderen Seite der Mauer. Und er ist allein. Ich führe diesen Kampf. Mit oder ohne euch. Ich kann den Kredit für den Umbau nicht aufstocken.
Ist schon in Ordnung, dann habe ich eben nur einen Laden und kein Restaurant, das macht doch nichts. Wir müssen einen Schlafplan aufstellen. Jetzt verstehe ich, man hat ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Wenn ich diesen Chip meinem Boss Godan zurückgebracht... Ich habe schon mehr Opfer gebracht, als du dir vorstellen kannst. Mein Sohn ist auf der anderen Seite der Mauer. Und der ist allein. Zu Ehren dieses historischen Ereignisses haben wir uns was geleistet. Vorher waren wir Vettern. Jetzt sind wir Brüder und arbeiten Seite an Seite. All unsere Ressourcen sind jetzt auch ihre. Sie können sich neu aufstellen. Agent Tequila, das ist ein offizieller Anlass. Wo ist Ihr Anzug? Auf die Vereinigung. Es wäre uns eine Ehre, wenn einer von Ihnen unser neuer Agent Whiskey würde. Und lass mich mit deinem Auftrag in Ruhe. Du kannst von Glück sagen, dass er dich nicht in 1000 Stücke sprengt. Wie sind wir nur in diese jammervolle Situation geraten? Ich weiß es wirklich nicht. Wir sind eben zum Leiden geschaffen. Das ist nun mal unser Los. Also da gehe ich nicht mit. Da liegen mir zu viele Steine. Warum soll es gerade dort Siedlungen geben? Aber er ist auch nicht besser dran. Nach all den Fairnessen wundere ich mich, dass wir noch so gut funktionieren. Trotz dieser Rebellion und allem. Da geht es um Dinge, die, wie zum Beispiel eure linke Hand und eure rechte Hand, zueinander spiegelbildlich sind. Identisch, aber entgegengesetzt. Und du arbeitest regelmäßig mit ihm? Demnach ist er ein Lieferant. Demzufolge könnte man ja vielleicht annehmen, dass er in der Lage ist, in beiderseitigem Interesse zu handeln. Ja, das Beste, was wir machen können, ist, den Körper chemisch aufzulösen. Das ist ein offizieller Anlass. Wo ist Ihr Anzug? Auf die Vereinigung. Es wäre uns eine Ehre, wenn einer von Ihnen unser neuer Agent Whiskey... Da liegen mir zu viele Steine. Warum soll es gerade dort Siedlungen geben? Aber er ist auch nicht besser dran. Nach all den Fairnessen wundere ich mich, dass wir... Du arbeitest regelmäßig mit ihm? Demnach ist er ein Lieferant. Demzufolge könnte man... Ich verstehe schon. Mit meinem habe ich es auch nicht ganz leicht. Also nicht so, aber das war ein ziemlich schlechtes Beispiel, aber es ist eine gute Idee. Das war nicht okay und es tut mir wirklich leid. Oh, A Cappella. Das ist zurzeit echt in, oder? Sorry, A Cappella ist lahm. Was ich getan habe, war voll die arschige Nummer. Ich hätte nicht einfach irgendwas anderes singen dürfen. Und ich hätte schon gar nicht einfach gehen sollen. Das ist ein Biber. Und glücklicherweise habe ich meine besten Ideen, wenn ich betrunken bin. Dein Tonfall, die Vermeidung von Blickkontakt und die Tatsache, dass du eine miese kleine Diebin bist, sagen mir, dass du es doch weißt. Unsere Liebe erblühte in einer Aufbereitungsanlage für hochgiftige Stoffe. Das ist Kunst. Fass das nicht an. Du weißt nicht, wer das ist? Der Joker. Der Clownprinz des Verbrechens. Du fühlst, was du fühlst. Ist doch menschlich, oder? Was bestimmt nicht bedeutet, dass du deswegen in einer offenen Beziehung leben musst. Aber du bist lesbisch. Ziemlich 90er-mäßig. Wenn du nicht willst, dass Jake Jungs vögelt, wieso erlaubst du es ihm dann? Selbstverständlich, man geht ja auch in den Eisladen, um bloß die scheiß Waffel zu kaufen. Oh fuck, er ist doch nicht der bescheuerte Mond. Was ist mit deinen Phasen, Margot? Wann warst du das letzte Mal befriedigt? Also nicht so, aber das war ein ziemlich schlechtes Beispiel, aber es ist eine gute Idee. Das war nicht okay und es tut mir wirklich leid. Oh, A Cappella. Unsere Liebe erblühte in einer Aufbereitungsanlage für hochgiftige Stoffe. Das ist Kunst. Fass das nicht an. Fuck, er ist doch nicht der bescheuerte Mond. Was ist mit deinen Phasen, Margot?